Hallo und herzlich willkommen. Wir kommen zum dritten Teil von Shenmue. Ich glaube, so spricht man es tatsächlich aus. Ich habe ein bisschen in Wikipedia gelesen und da scheint schon eine spannende Geschichte auch ein bisschen von der Entwicklung hinterzustecken. Also der erste Teil kam 1999, der zweite Teil kam 2001 und es war wohl ursprünglich irgendwie auf 16 Kapitel ausgelegt und der zweite Teil geht wohl so bis Kapitel 5. Mittendrin gab es ein Kapitel, was nur als Comic rausgekommen ist und jedes dieser Spiele hat ungefähr so 25 Stunden Spielzeit, wenn man der Webseite How Long to Beat glauben möchte. Und der dritte Teil, den gab es anscheinend so richtig gar nicht, denn, also zunächst, denn... Denn nach dem zweiten war erstmal Schluss. Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt durch das Intro. Und durch eine Crowdfunding-Kampagne von dem Schöpfer der ersten beiden Teile wurde dann mächtig viel Geld zusammengesammelt. Das war bisher wohl das beste Ergebnis, was gesammelt wurde. 2015 war das. Und dann begann die Entwicklung des dritten Teiles, der tatsächlich original 2019 rauskam, also relativ frisch. Also zwischen diesen beiden Spielen lagen dann, also zwischen dem zweiten und dem dritten Teil lagen da mal locker flockig 18 Jahre. Und ich bin sehr gespannt. Wir sehen auch schon mal, das ist jetzt hier Deutsch, was uns hier anlacht, diese Schrift. Und jetzt schauen wir mal, was ich in den 18 Jahren getan hat, oder? Falls ihr euch gewundert habt, ich habe Warhammer Rogue Trader neu runtergeladen. Spiele ich momentan, bin ich eigentlich auch sehr begeistert. Da gibt es nur jetzt eine Stelle in Kapitel 2, die wird auf einmal bockschwer. Finde ich nicht so gut. Also die ganze Zeit geht es gut mit dem normalen Schwierigkeitsgrad, aber jetzt... Das bin ich komplett am Scheitern. Nun gut, so, wir wollen uns jetzt Shenmue, den dritten, anschauen. Und ich spiele mit dem Controller natürlich wieder. Und schaut euch das mal an, es ist alles wunderbar deutsch hier. Und wir haben hier eine Zusammenfassung, da bin ich mal sehr gespannt. Was kommt hier auf uns zu? Yokosuka, 1986. Ryo Hazuki's Fate. And irrevocably changed. When his father Iwao is murdered by a mysterious man named Lan Di, Ryo, young and inexperienced, is no match for him. Lan Di takes the dragon mirror, long hidden and guarded at the dojo. With his dying breath, Iwao imparts. Das ist ja voll der Spoiler, ne? Wir überspringen das mal. Wir überspringen, ja, doch, geht. So, ich weiß natürlich nicht, wie die. Das zweite Kapitel so weiterging, weil ich es halt auch nur eine Stunde gespielt habe und ich fand das halt zum Teil echt doof mit dem... Habe ich euch im Video erzählt. So, wollen wir nicht drauf rumreiten, wir wollen jetzt ein neues Spiel starten. So, Spielmodus wählen. Story-Modus, empfohlener Modus. Herausforderungsmodus, Albtraum-Modus. Wir machen mal den empfohlenen Modus. Shenhua, my work is done. The phoenix entrusted to our people is now complete. The time of destiny has come. Go with the one who holds the phoenix, Shenhua, and find the proof. Also die 18 Jahre sieht man der Grafik halt schon auch ein bisschen an, ne? Also die zwischen dem zweiten und dem dritten lagen, also das sieht schon alles sehr viel frischer aus natürlich. I shall give you the family treasure, the sword of seven stars. Think of the sword as a part of me, and keep it with you. I shall always watch over you. What the? Ryo. Right.
Ja, hier geht's ja ab. Also bei Wikipedia kann man auch hier in Verbindung das Wort Lebenssimulation lesen. Und ich habe noch gar nicht gezeigt, um was es geht, oder? Den Steckbrief habe ich vergessen. Also auf dem Steckbrief steht 2020, ich glaube, das ist der Steam-Release. Also wie gesagt, bei Wikipedia 2019. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above, its wings will create a purple wind. Die anderen Teile auch deutsch? Ich hab's echt vergessen, aber ich glaube, oder? Also so lange ist das ja gar nicht her, dass ich den zweiten Teil gespielt habe. Ich wüsste es echt jetzt nicht zu sagen. Nee, doch, ja, doch, der war deutsch. Kanal abonnieren, ne? Ganz wichtig. So kann man wunderbar die Zeit überbrücken, bis es hier losgeht. So. Jetzt wird geladen. Und jetzt sind wir... Oh, das sieht doch hübsch aus jetzt hier schon mal. That's Bailu Village. Wo sind wir denn hier? We might find some clues about my father there. Ach, sie hat auch irgendwie Daddy Trouble oder was? Sure. Dann machen wir das doch mal. Ich wollte was zum Thema Lebenssimulation erzählen, glaube ich, ne? Hatte ich bei Wikipedia gelesen. Und das ist halt zum Teil, man muss die Lebenssimulation halt auch nicht übertreiben, ne? Also, wenn man dann wirklich so Routineaufgaben den ganzen Tag machen muss. Ich mache hier gerade meinen Controller nebenher sauber, während ich rede, das funktioniert nicht gut. Dann ist das auch manchmal langweilig, ne? So wie das richtige Leben halt. Und Spiele sollten ja primär unterhalten. So, ich kriege überhaupt nichts mit hier. Okay. Are you sure it didn't contain any clues? Shenhua? I don't know. Honestly, I don't care about the letter. I just want to find my father. I understand. So, können wir uns jetzt hier mal fröhlich bewegen, oder was? Jetzt habe ich schon wieder so ein bisschen das Problem, dass hier überhaupt nichts passiert. Bin ich irgendwie... Ah, jetzt tut sich was. Da bin ich anscheinend irgendwie aus dem Spiel rausgesprungen. Sei es drum. Wir laufen hier mal so ein bisschen durch die Gegend. So, jetzt merken wir eines schon mal, die Kameraführung und die Steuerung fühlen sich sehr viel besser an. Also ich kann die Kamera jetzt hier wirklich frei um ihn herum drehen, hoch, runter, ja. Und wenn ich den Stick loslasse, bleibt die Kamera so wie sie ist und springt nicht automatisch wieder in die Rückendarstellung. Ist ja hübsch hier.
Hello, Leo. Xinhua, who's this? This is Leo. He saved me from drowning in the river. Ja, das war ja nett von mir. Did something happen? A group of thugs tore through here 2 days ago. Oh no, really? Yeah, the kind we don't normally see around here. Let's keep moving. Hey, Xinhua. What's the matter? Does the village usually have gatekeepers? No. There's no need for them. Bailu is a very peaceful place. Are you sure about that? Because they said some thugs came by. Yes, but it sounds like they're not from around here. Still, that's worrying. Even for you? Yeah. I admit, I'm a little unsettled myself. The village feels different somehow. I can imagine. Let's ask around for some clues. Let's go. So, darf ich jetzt wieder spielen? Nein, doch nicht. Indeed, that's the Verdant Bridge. That's what it's called. Yes. It's been in Bailu for a while. Is that the village? Als wenn er sich das jemals gefragt hätte, wie die Brücke hieß, oder? Everyone lives up ahead. We can ask around. Someone's bound to know something. Let's not waste another second. So, kann ich jetzt spielen wieder? Jawohl. So, jetzt drücke ich hier mal auf X, weil da gibt es dieses tolle Notizbuch, was sich so selbst schreibt. Und bin ich schon gut. Guck mal, ich habe hier eine Karte in meinem Notizbuch, habe ich schon ein bisschen rumgemalt offensichtlich. Sieht doch schön aus. Hier habe ich... ein bisschen was bisher geschah, schön auch mit Bildern illustriert. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht, ne? Und an Ryu ist auch echt ein Künstler verloren gegangen. Ja, das ist doch ganz nett gemacht hier. Was haben wir hier? Ist ein Fragezeichen. Da sehen wir nochmal, wie wir das Ding steuern können. Sieht echt schön aus. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen durchs Gemüse laufen. Aber guck mal hier, das Gras bewegt sich sogar, wenn ich da durchlaufe. Das ist schön. Da habe ich Spaß dran. Sowas finde ich gut. Ah, der Dorfplatz. Sure, we'll find out more about your father. Thanks. You investigate here, Leo. I'll try another settlement. Gut, dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich hier wieder rumfragen. So, was steht denn hier? Die Dorfbewohner von Yuan befragen. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir doch mal hier zu diesem. Zu diesem Herrn hier. Hi there. Aha! Come to apprentice under me, have you? Nee, nicht so direkt. Fear not, for I am the great Su Zixiong. I can forge a formidable master out of the most hopeless of pupils. You stand before a Chun Tai Chi master. Yeah, I'm good. Thanks. Have you seen Mr. Yuan? Do I look like I know anything? Er könnte sich ja mal irgendein anderes Shirt anziehen, oder?
Come by any time if you've got any burning questions about the great Chun Tai Chi. Will do. I need help with something. What do you want? I'm looking for someone named Yuan. No, I haven't. Not since I saw him go to that house over there, but that was a while ago. Okay, thanks. Ich lach gerade so ein bisschen. Ich frage ihn, ob er was von Yuan gehört hat. Und er sagt, nö, nichts mehr, seit er in das Haus gegangen ist. Ist aber schon eine Weile her. Das ist so, weiß ich nicht, reden Menschen so? Kann ich hier einfach mal aufmachen? Hello? Sieht ja nicht so taufrisch aus. Fragen wir mal hier die Frau Nachbarin, die hat doch bestimmt was mitbekommen. Do you have a moment? Huh? What is it? Ja, nicht so erschrocken sein, ich will doch nur was fragen hier. Excuse me. Huh? What is it? I don't like the looks of you. Okay. Okay, die ist anscheinend ein bisschen ängstlich hier, was mich betrifft. Ich gehe mal lieber woanders hin. Was machen die denn hier Schönes? Die hängen irgendwelches Gemüse auf. Da wächst ein bisschen Gemüse auf dem Dach. Mal gucken, kann man die nette Dame fragen. Excuse me. What is it? Have you seen Mr. Yuan? He occasionally came to visit Joe next door, but Joe is likely working right now. Maybe Joe's daughter Lin knows where he is. Wo ist denn jetzt die Tochter Lin? Ist das gerade die gewesen, wo ich war, oder was? Gehen wir da gerade noch mal hin? Die Tochter sah aber älter aus, muss ich sagen. Excuse me. Huh? What is it? I don't like the looks of you. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass das die Tochter ist. Das ist bestimmt die Tochter. Weiß ich nicht. Ist das die Tochter? Nee, das sieht doch eher... I need your help with something. Ja, fragen wir mal. Have you seen Mr. Yuan? I'm not supposed to be talking right now. My master says I have to practice more. I'm looking for him. Go ask one of the other kids running around. Okay. Was ist das denn hier? Kann ich da irgendwas nehmen? Wenn sowas Rotes, Verführerisches leuchtet, das muss doch einen Grund haben. Ja, wo ist denn jetzt hier die Tochter? Fragen wir mal den netten älteren Herrn hier. There's something I want to ask. Have you seen Mr. Yuan? Where did you come from, young man? What? There's always something interesting coming in from the Lijiang River. I wonder what's going to show up next. Naja, hier, rede mit so vielen Menschen wie möglich. Auswahl bestätigen. Unterhaltung überspringen, Auswahl abbrechen. Excuse me. I'm looking for Mr. Yuan. Where did you come from, young man? Da muss ich bisher noch nicht so viel auswählen, ne? Gut, so. Vielleicht kann ich auch hier nochmal reingucken. Vielleicht gibt es ja hier nochmal... Ne, ich will nichts kaufen. Ich wollte in mein Notizbuch gucken. Jemand auf dem Dorfplatz unterrichtet die Kinder im Tai Chi. Ja, das war jetzt nicht so das, was ich in dem Notizbuch lesen wollte. Was passiert jetzt? Was macht ihn denn jetzt so nachdenklich? Mm-hmm.
sieht ein bisschen gruselig aus. Pardon me. Okay, keine Ahnung, was das jetzt für ein Intermezzo war, aber hat mich nicht weitergebracht. Vielleicht sollte ich mal hier rumlaufen und ein bisschen diese anderen Kinder befragen. Jetzt lädt er aber lange. Was wird denn jetzt auf mich zukommen? Nichts Besonderes, hat einfach nur lange geladen. So, was haben wir jetzt hier für eine neue Notiz? Eine seltsame alte Frau lebt im Haus in der Nähe des Glockenturms. Okay. Vielleicht hat die später nochmal irgendeine Bedeutung. Vielleicht quatschen wir den Typen mal an. Vielleicht fällt er dann runter. Hallo? Kann ich dich anquatschen? Nee, kann ich nicht. Aber hier hinten stehen doch noch Menschen. I need help with something. Have you seen Mr. Yuan? I don't know. Really? I don't know anything. I see. Excuse me. Hey there, lad. How about a game? Oh, die sind ja schon wieder so ein Spielchen. It costs 10 Euron to play. You open your wallet or I shut my mouth. Offensichtlich bin ich jetzt nicht mehr in Hongkong, sondern jetzt bin ich, glaube ich, in China wieder unterwegs. Also außerhalb von Hongkong. Excuse me. Oh, hello. How about a game of lucky hit? Oh, das ist auch oh, nee. Nein. Come on, try it. Erinnert euch an dieses hervorragende Lucky Hit? Oh, so you don't like überhaupt lucky. Nicht. Überhaupt nicht. So. Wo bin ich jetzt? Guck, was haben wir denn hier? Ist das vielleicht die Tochter? Hey there. Yeah? That looks great. Yep, Shenhua tells me that too. You know Shenhua? She's my friend. Is she your friend too? Yeah, she is. Say, do you know Mr. Yin? No. He's a stonemason. A stonemason? Just like my daddy? Your dad is a stonemason as well? Yep. Can I talk to him? Uh-huh. He comes home at 7 at night. He does. Okay. Okay. Thanks. Mm-hmm. No problem. Was ist jetzt hier passiert? Sprungsystem, Ziel wählen, springen, bewegen. Beweg dich zum Zielort und zur Zielzeit. Du kannst auswählen, wann du eine Technik aktivierst. Okay. Zum Haus von Lin. Ah ja. Der lädt halt ganz schön viel immer zwischendurch, ne? You for a moment? What is it? Oh, hi, mister. You know this man? He's my friend, Daddy.
Well, get to it. I haven't seen Yuan around. If you know anything, I'd... Huh? What happened? Some thugs I'd never seen before showed up and wrecked my place. Thugs, huh? Why would they do this? It's me. They asked if I was a stonemason, so I said yes. And they just went crazy. Why stonemasons? They were definitely looking for something. What did they look like? Well, they weren't from around here, that's for sure. There were two of them. One had a shaved head with a tattoo on it. Don't tell me. They went to Yuan's place too? I don't know. Yuan was in the quarry when he disappeared. You're kidding. Scheint jetzt alles ein bisschen im zweiten Teil passiert zu sein, ne? Maybe. I'll be sure to tell Shenhua. Bye-bye, Mister! Bye! It's gotten so dark. Maybe I should head back to Shenhua's house. Gute Idee. Kann ich jetzt einfach hier irgendwie... Ah, so geht das. So kann ich abkürzen, das finde ich gut. Aber auch hier entdecken wir so ein bisschen ein sehr gemächliches Erzähltempo, ne? Not about your father. No. I see. It seems that the thugs invaded Mr. Joe's home, though. Und es gibt halt sehr viele Zwischensequenzen, wo ich nichts mache, außer zu lesen oder zu hören. I'm going with you tomorrow. What? I can't stop thinking about these thugs. I want to know more. All right then. We'll go together. Good. So, hier will man so ein Hilfeding erkunden. Hier kann ich also zoomen, da kann ich zurückgehen, ich kann schauen, nehmen, bewegen, aufnehmen, untersuchen, anvisieren, verändern, bewegen. Okay. Ah ja, jetzt kann ich hier irgendwie mich umgucken. Ist auch schon ganz schön abgeronster Herd, ne? I've been thinking about the thugs that went to Ling's house. And? I don't think it was a coincidence. I'm with you. They must have had a reason. Let's talk to the villagers together tomorrow. Okay. I want to ask some questions of my own. Ja, ist recht. Was brutzelt sie denn hier? Ach, hier kann ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Aha. Aha. Muss ich jetzt hier... Ah, hier kann ich jetzt schauen, oder was? Das riecht gut. Okay. I'm excited to see what will be served. So wie ich das Spiel fast kenne, muss ich wahrscheinlich jetzt ein Real-Time warten, bis sie diese Gurke. Ja, ist schon ein bisschen lustig. So, was haben wir jetzt hier alles? Ah, hier kann ich jetzt die Schubladen aufmachen. Da liegen Säcke drin. What's in this bag? Die Frage bleibt aber offensichtlich unbeantwortet. Denn ich kann hier nichts machen. Oder kann ich was machen? Nee, kann ich nicht.
Na gut. Macht er jetzt die Schublade wieder zu? Ja, macht er. Und jetzt kann ich hier wirklich jede einzelne Schublade aufmachen. Und das auch ziemlich müßig. Ja, da liegt halt jetzt so ein Notizbuch drin. Oh, das ist natürlich jetzt auch wieder so... So grind auf andere Art, ne? Also wenn ich jetzt hier durchgehen muss, dann muss ich ja echt jede Schublade aufmachen, um da irgendwie... Vielleicht lasse ich es einfach. Was ist jetzt passiert? Jetzt kommt wieder eine Zwischensequenz, oder was? Also was wirklich ein bisschen schade ist, dass ständig es zwischendurch mal schwarz wird und da steht dann, wird geladen. Das ist so ein bisschen, da kommt man schon so ein ganz kleines bisschen aus dem Flow raus. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier runtergehe, wird es wieder schwarz, steht wieder, wird geladen, dann kommt wieder so eine Animation und dann wird es schwarz, wird geladen und dann kann ich wieder weiterspielen. Das ist... weiß ich nicht, hätte man bestimmt auch irgendwie eleganter hinkriegen können. Guck, machen wir hier einfach nochmal einen Schrank auf. Ich habe ja sonst offensichtlich nichts zu tun. Ah, da gibt's Bücher. Toll. Doesn't look like a book I'd read. Na toll. Also irgendwie ist das ja schön, dass ich hier nahtlos alles aufmachen kann, aber... Wir schlafen einfach mal. Da passiert bestimmt am nächsten Tag was Tolles. So, mit Shenhua durchfragen. Okay. So. Achso, ich muss ja irgendwas erzählen, glaube ich, oder? Muss ich dir was erzählen? Guckt euch das mal an, die hackt immer noch die Gurke. Good morning. Did you get enough rest? Yeah. Hey Shenhua. What is it, Leo? We should get ready to go. Okay. Let's get moving. Ja, wir gehen los und dann fängt sie an, weiter zu hacken, ne? Yes. We should get ready to go. Got it. We can talk more on the way. Und jetzt dreht sie sich wahrscheinlich wieder um und hackt die Gurke weiter. Nein, macht sie nicht. Doch, macht sie. Ja, das heißt, ich soll einfach mal vorausgehen. Ich komme aber hier gerade irgendwie an ihr nicht vorbei. Jetzt steht der Schemel hier im Weg. Aber jetzt komme ich zur Tür. Hervorragend. Und? Wird geladen. Nein, das geht ohne Laden. Das ist ja hervorragend. Was haben wir jetzt hier Schönes? Irgendwas können wir jetzt nehmen. Was ist es denn? Gehölz ist es. Lakritze. Oh, das ist ja toll. Ah ja, ich bin offensichtlich zur falschen Tür rausgegangen. Also gehen wir wieder zurück. Hänge ich da wieder so ein kleines bisschen fest? Wo... Vielleicht muss ich hier rausgehen. Hier ist vielleicht der Haupteingang. Und haben wir das Dorf jetzt hier. So, jetzt kommt wieder... Wird geladen und eine Zwischensequenz. Ja. Let's go.
Ich habe links unten auch eine Minimap, ne? Jetzt kommen wir in eine Zwischensequenz. Oh, yes, I suppose you're right. Is there a reason for that? The quarry could be one. Sorry? The quarry. It's a special one that even I'm not allowed to enter. Ah. So, your house is there to protect it? Yes, I believe so. Father didn't tell me anything about it, though. Okay, ist auch ein bisschen strange, ne? Do you know what the dragon and phoenix in the quarry were for? No, I don't. But your father carved them, right? Yes, he must have. He wasn't alone, though. What do you mean by that? They must have taken generations to complete. So, you think your grandfather worked on them too? Es hat schon immer ein bisschen viel Zwischensequenz dazwischen, ne? Das war bei den ersten beiden nicht unbedingt so, ne? Not a single one. My father always said he'd tell me when I got older. Then how do you know it has so much history? Well, everyone in the village has history. The villagers? Yes. Generations of stonemasons, hunters, and farmers have all lived here. The same goes for the cattle wranglers. They've been here for ages. Oh yeah? Die müssen doch irgendwann mal aus dem Dorf auch rausgegangen sein. Okay. Aber hübsch ist es schon, ne? Also da muss man jetzt schon sagen, also... Die Grafik finde ich eigentlich jetzt schon sehr schön gemacht. Was ich, wie gesagt, auch toll finde, ist, dass hier diese Sträucher, die gehen mir aus dem Weg und das Gras bewegt sich so ein bisschen, wenn ich da durchlaufe. Das finde ich toll. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt laufe ich natürlich direkt mal hier durch die Reisfelder oder was das ist. Kann ich nicht. Das ist jetzt wieder nicht ganz so toll. Da hätte ich mir das gewünscht, einfach mal durchzulaufen. Aber da ist dann so eine unsichtbare Wand. Aber ich will auch jetzt nicht hier nur rummeckern. Wo ist sie denn jetzt hin? Ah, hier ist sie. Die ist aber echt ganz schön weit weg vom Dorf. Wen haben wir jetzt hier? Ist das ein Dojo? That's right. This is Marshall Hall. It's been here for ages. Marshall Hall. Long ago. Many great martial artists traveled here, from all over the world. But no one comes here nowadays. Is that so? Ryo, you should come here to practice when you have time. Is that okay? Of course. Our doors are open to everyone that comes here looking to master the martial arts. You're not. Are you a new trainee? Sorry. Hmm, you're Japanese. I am. The people of Bailu Village have trained here for centuries. It has history. Did you say centuries? You would do well to train here if you have lost sight of the path. You can polish your techniques. So, you'll let me train here? Das hatten wir doch schon geklärt. I'll let you prove yourself by fighting the monks here. You're on. A fight? Very well. Wisst ihr, woran mich das hier gerade erinnert? Wenn ihr euch in der ZDF-Mediathek mal umguckt und danach Pastewka und Welke schaut und Wiedersehen macht Freude, da unterhalten sie sich über eine Folge von Der Kommissar. Und das wird auch gezeigt. Und das hat ungefähr den gleichen Vibe. Also die unterhalten sich da irgendwie eine Viertelstunde über Frühstückseier. Was passiert jetzt? Ah, okay. Isst dich satt, bevor du kämpfen angehst. Okay. Drücke einfach auf die Tasten A, B, X, Y. Versuch den rechten Trigger zu drücken. Isst dich satt. Okay. Ist der rechte Drücker? Ach,
das ist der rechte Trigger. Der rechte Twitter ist anscheinend der Tornado-Tritt, würde ich mal vermuten. Aber irgendwie so blocken oder sowas. Kann ich irgendwie blocken? Nö, blocken kann ich irgendwie nicht. Hier geht's nur durch mit Glocke. Aber war okay. What say you? Will you join us? Yes, absolutely. Gib ihm. Very well. What is your name? Yo, Hazuki. I shall have a name tag prepared for you. You will start from the lowest rank. Rank? Yes. You must fight and defeat someone above your rank in order to move up. You must train day in and day out to improve your Kung Fu. Na toll, haben wir doch hier schon eine nette Nebentätigkeit gefunden. Diese gelben Punkte, ist das eigentlich das, ist das so hungermäßig oder Lebensbalken oder irgendwie sowas? Oh, Wasser, ich will zum Wasser. Wenn du mit gelber Gesundheit rennst, sinkt sie schnell und du kannst nicht mehr rennen. Iss etwas, um dich zu erholen. Ah, ist ja toll. Das ist anscheinend Inventar. Was habe ich denn hier? Essen. Birne, schwarzer Knoblauch. Ja, ist ja toll. Den kann man dann einfach so fermentiert kaufen und dann einfach so essen wie ein Apfel oder was. Ich nehme mal hier das da. Ja, will ich. Und gleich nochmal. Und eine Birne. Sehr schön. Jetzt bin ich doch fit hier. So, jetzt kann ich doch hier mal zum Wasser laufen. Das sieht schon schön aus. Kann ich wahrscheinlich wieder nicht reinlaufen, weil geht halt nicht. Aber gut ausschauen tut's. Und hier die Blümchen. Seht ihr das? Die Blümchen verhalten sich wie Blümchen, wenn ich da durchlaufe. Whose shop is that? Over the bridge. Oh, it belongs to Uncle Tao. Das finde ich gut, weil da merkt man so ein bisschen, da war so ein bisschen Liebe zum Detail unterwegs. Oftmals hat man das, dann läuft man durch das Gemüse durch und das bewegt sich halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum ich da so drauf achte, aber irgendwie gibt mir das was. Ich habe doch gerade einen Knoblauch und Birnen gegessen. A lot of places in the village sell food too. Thanks. I'll keep that in mind. Was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Erstmal über diese sehr alte grüne Brücke drüber laufen. Die heißt wahrscheinlich grüne Brücke, weil das Dach grün war oder ist. Oha. Oha. Jetzt mal ohne Scheiß. Es gibt ja manchmal so Kleinigkeiten, die schaffen es, mich zu begeistern. Wisst ihr, was ich meine? Guckt euch das mal an hier. Da läuft die Treppe runter. Und zwar Stufe für Stufe. Und zwar ganz exakt läuft er auf diesen Stufen rum. Komm, wir gehen nochmal hoch. Das müssen wir uns nochmal angucken. Seht ihr das? Der läuft hier wirklich die Stufen hoch. Das habe ich in vielen, 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 vielen Spielen schon sehr viel schlechter gesehen. Dann gibt es im Prinzip so eine Animation, aber es sieht irgendwie aus, man weiß nicht genau, was er da macht. Aber der hier läuft wirklich... Okay, jetzt ist sein Fuß im Stein. Jetzt wollen wir mal... Ja. Ich wollte gerade mal gucken, ob es hier auch Matschepampe gibt, aber das gibt es da nicht. Ist schon manchmal komisch, auf was man für was man so für einen Fokus legt. So, da sind wir wieder. Ja, Lakritze. This is it's licorice. You can make Chinese medicine with it.
Echt, so sieht Lakritze aus? Ich kenne ja Lakritze nur meist in Form von Schlangen, schwarz aufgerollt oder in Form von kleinen Kätzchen. Sind die eigentlich vegan? Ich glaube, die sind vegan. There should be special maps at Uncle Tao's shop. Someone actually made maps? Yes, if you find enough to make some medicine, Uncle Tao will buy them from you. Okay, I'll have to keep that in mind. Okay, also hier kann man dann auch wieder kräftig rumgründen. Jetzt kann ich erstmal wieder hier in die Hilfe gucken. Oder einfach sammeln. Und dann kann ich das ganze Gemüse pflücken und dem Onkel Tao einfach andrehen. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Ach, da ist sie. Da lacht ja das vegane Herz. Was ist denn das? Was ist denn hier gehäutet worden? Wölfe oder was? Meine Güte, die armen Wölfe. Ich komme schon. Auch wieder eine Zwischensequenz. Also das hätte man schöner machen können. Wie es zum Beispiel... Wo war das denn? War es bei einem Assassin's Creed? Dann läuft man halt ja auch mit jemandem und man steuert und währenddessen unterhalten die sich. Das macht halt irgendwie einen etwas dynamischeren Eindruck, weil man das Gefühl hat, man spielt halt immer noch und hier guckt man halt wieder nur zu. So, you can find your way back to the square, if you head for the bell tower? That's right. I'll have to keep that in mind. Ja, läuft immer noch auf seinen Stämmen rum. Was soll ich denn jetzt machen? Halt, falsche Richtung geblättert. Ich will in die Richtung. Die Seite ist aber... Da habe ich aber ganz schön geschlampert hier, oder? Ist eigentlich das Rote, ist das erledigt oder? So, jetzt sollen wir uns ja erstmal hier durchfragen. Kann ich mich eigentlich mit ihr auch mal zwischendurch so ein bisschen unterhalten? Das geht nicht. Komm her, du hast doch bestimmt was von Schlägern gehört. Excuse me. Oh, hey Kid. What do you want? Have you come to apprentice under me? Immer noch nicht. Oh, nothing. You're a beginner, right? You have a name? Ryo Hazuki. Well, Ryo, it's your lucky day. Fear not, for I am the great Tsuzu Seong. I can forge a formidable master out of the most hopeless of pupils. You stand before a Chun Tai Cheer master. Yeah, I'm good, thanks. What? You don't think I've got what it takes? That's not what I... Then let me show you what I've got. Fight me, right now. Oh, man. Look, I'm not opposed, but... It's too late now, it was Ryo, right? Okay, dann machen wir hier mal so ein kleines Match mit dem... mit dem Master hier. Was passiert denn jetzt? Was ist das denn jetzt gerade wieder? So, A, B, B. Ach, das soll ich drücken. A, B, B. 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 Langsam. A, B, B. A, B, B. A, B, B. A, B, B. Blocken. Ah, ich kann doch blocken. Großartig. Es kommt ja hier langsam richtig Schwung in die Bude.
Ich weiß noch immer nicht genau so richtig, was er von mir will eigentlich. Soll ich jetzt hier einfach Dings machen oder was? Wie oft soll ich denn hier so einen Ellbogenangriff machen? Ich weiß nicht genau, was ich hier gerade machen soll. Ah, cool, perfekt, nicht so richtig. Langsam 2, verfehlt 6. Schneller, Unerfahrenheit wird mit Übung zur Meisterschaft. Achso, hätte ich die ganze Zeit irgendwelche Dingskirchen machen müssen? Wahrscheinlich. Thanks for that. Well, how's it feel? Pretty nice to train with a... Ja, war total super. Sure. Come by anytime. I'm always up for a fight. Gut, sehr fein. Aber eigentlich will ich mich ja hier durchfragen, was so die Schläger betrifft, ne? Sie ist da wieder am Rummalen. Wir fragen mal die nette Dame, die irgendwie in den Brunnen schaut. Excuse me. You're not from around here, are you? You're a Fang. This is a friend of mine. Is that right? Have you seen the thugs that came to the village recently? Word has it they showed up at the Wong household. But Wen's lips are sealed. Maybe she'd open up to you. It's worth a shot. Das soll weiterreden. Thank you very much. Just be careful, okay? She'd be heartbroken if anything were to happen to you. Die kennt mich doch gar nicht. Huh? Who would be heartbroken? Shen Hua, that's who. Ah. Actually, I... Oh dear. There I go running my mouth again. Okay then. So, dann können wir doch mal hier... Ach, die steht jetzt gar nicht mehr. Die ängstliche Dame. Wo ist sie denn? Gucken wir mal durchs Fenster. Keine ängstliche Dame zu sehen. Wo ist sie denn hin? Na, fragen wir mal den Herrn, der hier so sitzt. Es ist schon irgendwie auch so ein bisschen... Also ich weiß nicht, gab es in China 1987 solche Dörfer? I need help with something. I have nothing to say to a stranger. Can I talk to you about something? Shenhua, what's up? This is Leo. He's a friend of mine. For real? I need help with something. Hmm? I'm looking for Wong Wen. I have nothing to say to a stranger. Mingyang. What, Shenhua? Did you see Wong Wen or not? I saw her heading toward the Verdant Bridge. Thanks, Mingyang. Don't mention it. I'm just, you know. Okay, also jetzt zur grünen Brücke, oder was? Sie gingen zur grünen Brücke. Dann gehen wir jetzt auch mal zur grünen Brücke. Ist das der Weg zur grünen Brücke? Ja, das ist doch der Weg zur grünen Brücke. Glaube ich. Ja, da ist die grüne Brücke. Läuft der auch die Treppe hoch? Er läuft auch Stufe für Stufe die Treppe hoch. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das an. Da hat er zwar jetzt nicht mehr jede Stufe erwischt, aber... So. Shuren? Yes? Hello, Leo. Leo, right? That's right. I never thought Shen Hua would show up with a man. I'm sure the other villagers are surprised too. Have any of them brought it up? You've got the wrong idea. Sorry, I said too much. Shurin is gonna have my head. If only those thugs would show up. I'd love to make them suffer with my own two hands. I see. Yeah.
Und jetzt? Also ich suche Wenwang und die ging zur grünen Brücke. Jetzt bin ich bei der grünen Brücke, aber die ist hier nirgends. Die Wachleute haben jetzt auch nicht wirklich was gesehen. Aber da steht doch jemand, oder? Da hinten steht doch jemand. Geh mal hier aus dem Weg. Ich muss mal hier rüber. Ach nee, das war ein Zaun. Da stand doch niemand. Ach, hier ist ein Blümchen. Da kann man bestimmt pflücken, oder? Schon ein nettes Fleckchen hier, ne? Aber so, die ist zur grünen Brücke gegangen, aber bei der grünen Brücke ist sie nicht und die beiden Typen, die die grüne Brücke bewachen, wissen es auch nicht. Beziehungsweise reden sie mit mir nicht darüber. Aber Shenhua ist da auch einfach mal stehen geblieben, oder was? Laufen wir da mal wieder hin. Nee, die ist da auch nicht. Jetzt ist sie weg. Wo ist sie denn hin? Hallo? Ja, die ist weg. Hi there. Want to take over for a bit? Eigentlich nett. No, I'm good. A little while is fine, just a day or so. A whole day? Sorry, I'm a little busy right now. Maybe later. Ach, da ist sie ja wieder. So, vielleicht müssen wir einfach mal hier den Weg weiterlaufen. Vielleicht kommt irgendwann Wenwang. So, hier ist wieder das Dojo. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass ich die noch nicht mal danach wagen kann, ne? Weil das wäre jetzt irgendwie das naheliegendste, das so im richtigen Leben, ne? Dass, wenn ich höre, da ist jemand zu dieser grünen Brücke gegangen und an der grünen Brücke stehen zwei Wächter, dass man dann zu den Wächtern geht und sagt, und habt ihr sie gesehen? Die Option steht mir aber hier überhaupt gar nicht zur Verfügung. Was haben wir denn hier Nettes? Einladen. Excuse me. What is it? Ach, da ist doch die ängstliche Dame. Ah! This is my friend, Yo. Sie ist gar nicht zur grünen Brücke gegangen, sie ist einfach vorher stehen geblieben. I'm looking for some thugs. Have you seen any? One. Did the thugs show up here? That they did. But my husband drove them off. He's really good to have around in times like these. What did they want? That's what I'd like to know. They kept hollering something about wanting to meet the stonemason. I was inside and didn't see anything. My husband told me about it after it was over. I see. Let's talk to Shiren. One's husband. Good idea. Ah, jetzt kann ich mit ihm reden. Sehr gut. Thanks again. Thanks, One. So, jetzt kann ich ihn mal über seine Frau ausfragen. Beziehungsweise über diese Schläger. Guck mal, eine Stunde ist jetzt schon tatsächlich rum. Es ist hier in dem Spiel, ist noch nichts passiert. Jetzt ist er weg. Wo ist er denn jetzt hin? So, jetzt wäre was würden wir im richtigen Leben machen? Wir würden diesen Typen hier mal fragen. Hallo, Leo. Da Tong. What's with the two of you? Is Wong sure? Ja, genau. I'd like to talk to Shiren. He left to patrol Long Weishan. It's up ahead. You'll see signs for it. I see. Ja, super. Das so hatte ich es mir vorgestellt. So, was sagt er mir jetzt wieder? Help? Hier, da gibt's so. Kann ich hier irgendwas springen lassen? Nee, auch nicht. Cool, oder? Ich sag mal, wir machen mal. Ich würde das gerne mal irgendwie so ins Menü gehen. Gibt es ein Menü?
Gibt es ein Menü hier? Hallo? Es gibt kein Menü hier. Nee, ich will ja speichern. Wie speichere ich denn? Karten. Kontakte. Tom Johnson. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, wobei der hat automatisch gespeichert, immer mal wieder, ne? Aber so einfach aus dem Spiel komme ich dann auch nicht raus, ne? Ich weiß auch nicht... Ah, doch, hier komme ich raus. Da haben wir doch Einstellungen. Wer sagt's denn? Verschiedene Einstellungen. Einstellungen, Seite 1. Wie blätter ich? Ach, hier unten. Einstellungen, Seite 2. Ach hier, guck mal, speichern, laden, speichern. Wähl ein Ort. Okay. So, schließen. Zurück zum Hauptmenü. Jawohl. So, coole Sache. Ja, genau. Ich meine das wirklich so. Also, das Erzähltempo ist natürlich wieder mal so erster Gang, würde ich fast sagen. Also, Tendenz zum Rückwärtsgang. Oder Leerlauf. Also man läuft hier wieder echt viel rum. Ich fange mit der Grafik an. Also die Grafik ist offensichtlich, die hat Quantensprünge vom zweiten Teil gemacht. Lagen ja auch irgendwie, wobei 2015 haben die, glaube ich, angefangen zu entwickeln, also lagen 14 Jahre dazwischen. Das ist spürbar besser geworden. Es macht Spaß, sich das anzugucken. Es macht Spaß, da rumzulaufen. Die Steuerung ist sehr viel besser als in den ersten beiden Teilen. Also man hat jetzt eine vernünftige Kamerasteuerung. Man kann den Charakter bewegen. Man hängt zwar auch ab und zu mal an Tischen und Stühlen und Personen fest. Aber was ich wirklich grafischmäßig cool fand, war wirklich, dass dieses Gras animiert haben, wenn ich durchgelaufen bin. Bei den Blumen hat man es schön gesehen, dass die Treppenstufen auch als Treppenstufen wirklich wahrgenommen werden. Und das sah ziemlich gut aus, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Soundkulisse ist schön, ist zwischen Vögel, ist eine eingängige Musik, die da im Hintergrund vor sich hindüdelt. Und man muss hier gerade mal, wenn ich hier so am Babbeln bin, muss ich gerade mal so ein bisschen nochmal ins Spiel reingehen, weil sonst kommt hier die ganze Zeit das Eingangsdings. Mal gucken, vielleicht können wir hier stehen bleiben. Was wollte ich sagen? Also Soundkulisse auch ganz wunderbar. Die Sprecher, ja, ist okay. Die Texte sind deutsch, die kann man gut verstehen. Was ich jetzt nicht so toll von Steuerung, hatte ich schon erzählt, ne? Was ich jetzt nicht so mega fand, war so die Tatsache, dass es so oft Unterbrechungen gab und, nee, ich muss tatsächlich reingehen, dass es so oft Unterbrechungen gab und ein Ladebildschirm und dann kommt eine Zwischensequenz, wo ich zugucke, dann spiele ich wieder ein bisschen, dann kommt wieder eine Zwischensequenz und das hat mich relativ stark aus diesem Fluss gebracht. Da hätte ich es halt schöner gefunden, wenn diese Gespräche noch ein bisschen mehr im Spiel integriert gewesen wären, dass man wirklich beim Gehen sich vielleicht dann unterhalten hätte oder sowas, ne? Das hätte ich ein bisschen eleganter gefunden. Und ansonsten ist es halt wirklich sehr... hat es eine sehr, sehr langsame Erzählweise. Das muss man halt schon sagen. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, weil es kommt ja auch durchaus so ein ganz kleines bisschen Spannung auf, wenn man sich die Frage stellt, wer waren jetzt diese Typen? Ich finde es halt zum Teil doch aber auch ein bisschen fitzelig und mir fehlt da schon auch ein bisschen die Action. Ja. Also mir ist es dann doch manchmal so ein Tacken zu langsam. Aber ich finde, man kann sich da echt aber auch gut drauf einlassen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt großartig weiterspielen werde, aber ich fand es auf jeden Fall
besser als den ersten Teil von dem Gesamtkonstrukt. Also im ersten Teil hat mich die Steuerung halt auch ein bisschen angeeiert. Ich will jetzt gar nicht auf der Grafik rumleiten, ne? Ist klar, dass ein Spiel von 1999 nicht eine Grafik hat wie ein Spiel aus 2019, ne? Deswegen, aber so vom ganzen Gefühl, also auch im ersten Teil, das war jetzt sehr langsam, aber es hat auch schon durchaus eine Stimmung und eine Atmosphäre aufgebaut. Und die kam jetzt hier auch, fand ich, rüber, auch wenn man tatsächlich das Gefühl hat, Lebenssimulationen haben die echt ernst genommen. Das heißt, es läuft irgendwie so ein bisschen in Realtime ab und man läuft halt rum und sucht jetzt Person A und sucht Person B und hangelt sich da irgendwie so durch. Hier hat man im Prinzip so ein paar noch Beschäftigungen, dass man noch so ein bisschen kämpfen kann, um sich so ein bisschen abzulenken. Ist schon irgendwie eigentlich ganz nett gemacht. Also ich würde ihm tatsächlich mal die 4 Fähnchen geben. Dann haben wir beim ersten hatten wir 3, beim zweiten hatten wir 2 und hier hatten wir jetzt die 4 Fähnchen. Was mich beim zweiten halt echt angeeiert hatte, das war so diesen Nebenjob, den ich da hatte, wo ich auch nicht rauskam aus der Nummer und was ein reines Glücksspiel war. Hier gibt es diesen Lucky Hit ja offensichtlich auch wieder. Aber hier habe ich so den Eindruck, dass ich dann quasi der Spieler bin und dann mache ich halt mal eine Partie, wenn ich ja Bock drauf habe und lass mich mal drauf ein und gut ist. Das finde ich dann okay, aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss das machen, weil ich musste ja im zweiten Teil irgendwie die Kohle verdienen, glaube ich. Bei Wikipedia stand nochmal so ein bisschen was anderes. Aber ich hatte den Eindruck, ich muss die Kohle verdienen und ich muss das jetzt machen und dann war es irgendwie doof. Und da komme ich auch nicht aus der Nummer raus. Das ist... Hatte ich jetzt hier bei dem Eindruck nicht. Ich hatte jetzt hier schon das Gefühl, ich kann hier jederzeit machen, was ich will. Ich kann hier rumlaufen. Ich laufe natürlich diesem roten Faden hinterher. Das Notizbuch finde ich immer noch gut. Von daher kann man sich, glaube ich, Shenmue 3 ganz gut geben. Ist halt die Frage, gut, man kann hier natürlich im Menü sich einfach mal die Zusammenfassung anschauen. Ich glaube, dann wird die Geschichte schon erzählt, was in 1 und 2 passiert ist, sodass man dann gut in das Spiel einsteigen kann. Also wer jetzt sagt, ich finde es irgendwie gut und ich schluck die Kröten, ich fange mit dem ersten Teil an, den spiele ich durch, dann spiele ich den zweiten Teil durch und dann gebe ich mich an den dritten Teil. Was wollte ich jetzt damit eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Also man muss ja Zeit mitbringen. Also wobei, so viel Zeit ja wahrscheinlich auch nicht. Also wie gesagt, jeder Teil laut der Website How Long to Beat sind so 20 bis 25 Stunden, wenn man die Hauptgeschichte folgt, ist ja eigentlich auch erträglich. Aber dann kommt man immerhin auch auf einen Epos von 75 Stunden, ne? So ungefähr. Ja, also wer Bock auf eine langsam erzählte Geschichte hat, die so ein bisschen Detektivfokus hat, die nicht so actionlastig ist, würde ich mal unterstellen, kann sich das, glaube ich, gut geben. Und wie gesagt, wer jetzt nicht unbedingt die ersten beiden Teile durchspielen will, um das ganze Erzählerlebnis zu haben, guckt sich halt die Zusammenfassung an und spielt dann gleich diesen recht modernen Teil, der sich halt auch gut steuern ließ und eigentlich auch ganz gut spielen ließ. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt haben wir Shenmue Trilogie abgehakt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt, ob ihr die Serie überhaupt kanntet, also die Spielserie. Ich kann es halt überhaupt nicht. Ich bin da, glaube ich, durch Humble Choice irgendwie zufällig dann hat es sich in meine Bibliothek gemogelt. Und genau, und dann, nachdem ich den ersten Teil gespielt hatte, habe ich mir gedacht, muss ich natürlich auch den zweiten und den dritten mir mal angucken und das mal hintereinander wegmachen, damit man auch vielleicht mal so direkt einen Vergleich hat. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu Shenmue denkt und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich ganz wichtig, abonniert diesen Kanal, damit ihr Freude erlebt bei jedem Video und deswegen macht auf jeden Fall Dinge, die euch Freude bereiten und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.